herzlich willkommen zu unserem letzten Webseminar in der Reihe Fernerkundung in der Landwirtschaft, Nutzen, Verstehen und Umgang lernen. Einige von Ihnen waren sicher von Anfang an dabei. Heute haben wir externe Redner eingeladen, um Ihnen gerade auch die praktischen Fragen, die Sie jetzt vielleicht nach dem ganzen theoretischen Wissen haben, also wie kann ich das für mich umsetzen, hoffentlich werden da Ihre Fragen auch heute beantwortet. Nochmal kurz, für was steht CONSAP? Das ist die Kommunikationsinitiative zur Nutzung von Satellitendaten der Agrar- und Forstwirtschaft Brandenburgs. Wie gesagt, ein Programm für Brandenburg, aber natürlich sind alle anderen Teilnehmenden auch interessiert. Und hier nochmal unser Team. Das sind einmal Clara Nicolai und Antonia Kusaku, die heute auch mehr in den Vordergrund treten werden, da sie die Handzeichen und den Chat mit moderieren werden. Dann haben wir Daniel Spengler, der ja auch Teil unseres Teams ist, heute dabei als Experte zu Fernerkundung in der Landwirtschaft. Und im Team ist auch noch Jörn Krupa, der Leiter von Technologietransfer, und ich bin Helga Küchli. Wir hatten die vorhergegangenen 4 Webseminare. Das erste war eine Einführung. Was sind Satellitendaten? Was nehmen sie eigentlich auf? Die verschiedenen räumliche Auflösung, spektrale Auflösung, zeitliche Auflösung und dergleichen. Dann im zweiten Webseminar ging es darum, wie komme ich an meine Daten? Und Webseminar 3 und 4 waren dann die praktischen Anwendungen, die Erstellung einer Ertragspotenzialkarte mit Sentinel-2-Daten in QGIS. Und letzte Woche hatten wir dann die Erstellung einer Düngeapplikationskarte. Und heute eben herzlich willkommen zum Erfahrungsaustausch. Wir haben heute 3 Experten. Leider haben wir jetzt noch kurzfristig eine Absage von Herrn Schwarzensteiner bekommen. Aber Dirk Scheibe und Christian Münchhof und Daniel Spengler sind hier, um all Ihre Fragen zu beantworten. Vielleicht noch kurz zum Ablauf. Die Redner werden sich, oder die Experten, Sie sind ja auch Experte, deswegen vielleicht der falsche Begriff, werden sich kurz vorstellen, haben da auch ein paar Präsentationen für Sie vorbereitet. Und dann, wenn Sie Fragen haben, können Sie das auf verschiedene Weise tun. Sie können Ihre Kamera anschalten, davor am besten kurzen Handzeichen geben. Also zeige ich Ihnen gleich nochmal, wo Sie das machen können. Oder Sie können in den Chat schreiben. Genau, Sie können dann Ihre Kamera anmachen, Ihr Mikrofon. Wenn Ihnen das nicht so angenehm ist, können Sie auch einfach die Frage in den Chat schreiben. Ja, wir bitten Sie, sachlich und beim Thema zu bleiben, aber das ist ja an sich klar. Hier nochmal kurz die Oberfläche. Also hier unten können Sie dann Kamera und Mikrofon anmachen. Dann haben wir hier oben den Chat, geteilte Notizen. Mal sehen, ob da heute welche dazukommen. Die hatten wir ja sonst immer noch zum Download bereitgestellt hatten. Und hier können Sie bei Ihrem Namen auch ein Handzeichen setzen. Genau, dann habe ich eine erste Umfrage an Sie, und zwar, ob Sie an den anderen Webseminaren auch teilgenommen haben. Ja, die nicht teilnehmen würde ich jetzt, haben wir 2, da würde ich jetzt die externen Redner, dann das wahrscheinlich sehr schön. Was ich Ihnen noch auch kurz zeigen wollte, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, ist, dass wir mittlerweile 2 Lehrvideos auf unserem YouTube-Kanal haben. Wir sind da auch gerade dabei, die Webseminare noch hübsch aufzuarbeiten, meine ganzen Füllwörter rauszuschneiden und die dann auch öffentlich zu stellen. Und da kommen jetzt auch nochmal Lehrvideos zur Methode der Applikationskarten und Ertragspotenzialkarten. Und dann wäre ich auch schon bei der Vorstellung der externen Experten. Da habe ich mal als erstes den Dirk Scheibe, der ist vom LAB, Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburgs GmbH, ist Diplom-Agraringenieur und das Leiter des Büros Müncheberg und auch der Leiter der Fachgruppe Boden, Düngung und GIS. Sie hatten uns vorab eine Präsentation gegeben, die würde ich jetzt mal schnell für Sie aktivieren, wenn das funktioniert. Also ich kann jetzt mein Mikro freischalten, aber die Kamera nicht, so wie es aussieht. Okay, ja, schade, dass das mit der Kamera jetzt nicht funktioniert. Okay, alles klar, dann also schönen guten Abend in die Runde.
Mein Name ist Dirk Scheibe, wurde schon kurz vorgestellt. Ich bin also Leiter der Fachgruppe Bodendüngung der landwirtschaftlichen Beratung der Agrarverbände Brandenburg. Und unsere Fachgruppe in Müncheberg ist, was die Düngung angeht, einerseits Dienstleister zur Einhaltung der Regeln der Düngeverordnung. Da gehört dann sowas wie Düngebedarfsermittlung, Nährstoffbilanzen, Endminenbodenuntersuchung, Grundnährstoffbodenuntersuchung dazu. Und wir sind andererseits Dienstleister zur Schaffung von Grundlagen für teilschlagspezifische Bewirtschaftungsdaten. Und das sind aber vor allen Dingen Betriebe im Land Brandenburg. Ich habe als erstes nochmal so einen kleinen Überblick über Precision Farming insgesamt hier nochmal bei der Düngung auf der Folie. Was wir brauchen, ist halt GPS auf der Landtechnik, um Betriebsmittel positionsbezogen ausbringen zu können. Wir brauchen Voruntersuchungen bezüglich der Bodenqualitäten und Eigenschaften und für die Düngung brauchen wir dann eben auch teilschlagspezifische Kenntnisse über den Nährstoffstatus im Boden, um eben dann fachlich fundierte Streuvorgaben erarbeiten zu können. Diese werden dann per Stick oder per Mehl auf das Terminal am Traktor übertragen und im Betrieb müssen wir dann eben entsprechende Streutechnik haben, die in der Lage ist, dann Düngermengen kleinräumig variabel auszubringen. Ich würde mal ganz kurz im Schnelldurchlauf zeigen, wie bei uns die Streuvorgaben erarbeitet werden. Das geht natürlich nur in kurzen Abriss, weil sonst die Zeit natürlich hier zu knapp ist. Der entscheidende Knackpunkt beim Precision Farming ist immer die Bestimmung der Schlagheterogenitäten und die Abschätzung des regelmäßigen Ertragspotenzials der Teilflächen. Und als Hilfsmittel haben wir dazu in der Regel dann die DOP-20-Bilder, die Bodenschätzungskarten, wenn vorhanden Ertragskarten, Bodenleitfähigkeitsmessungen und ganz wichtig, wenn vorhanden, eben dann auch die entsprechenden Kenntnisse des Landwirtes genutzt. Wir haben uns immer sehr viel Zeit genommen, um mit diesen Hilfsmitteln solche Teilflächenkarten zu erarbeiten, auf denen dann jeder Teilschlag eine entsprechende Bodengruppe zugeordnet wird. Und im nächsten Schritt findet dann die GPS-gestützte Bodenuntersuchung statt in den so gebildeten Zonen, um dann bodenartenabhängig Nährstoffreserven und Nährstoffdefizite bestimmen zu können. Und nach der Zuordnung der Laborwerte entstehen dann solche Nährstoffkarten, die einen schnellen Überblick über die Grundnährstoffversorgung eben geben können. Zur Planung der notwendigen Düngermengen in den einzelnen Zonen ist es notwendig, dass zu den erwartenden Ertragsniveau und dann auch die entsprechende Nährstoffaufnahme durch die Anbaukulturen realistisch eingeschätzt wird. Vor allem vor der Stickstoffdüngung gehen wir dazu auch manchmal solche unkonventionellen Wege, weil wir wollen Jahreseinflüsse, Sorten, Vorfrüchte, Vernässungen oder ähnliches, die aktuelle Bestandsentwicklung dabei berücksichtigen. Und deshalb geben wir eben jährlich angepasste Ertragsziele vor. Grundsätzlich empfehlen wir aber den Landwirten bei der teilschlagspezifischen Bewirtschaftung immer mit der Kalkung zu beginnen, weil ein optimal eingeregelter pH-Wert große Auswirkungen auf die Verfügbarkeit vieler anderer Nährstoffe hat, auch der Schadstoffe. Und weil sich der pH-Wert auch auf das Porenvolumen und den Wasserhaushalt sowie die biologische Aktivität im Boden auswirkt, ist das für uns immer der erste wichtige. Und die Planung für die auszubringenden Kalkmengen ist zudem vergleichsweise leicht, da sie eben nicht die Pflanzenbestände mit berücksichtigen muss, sondern vor allem eben die Bodenkarten, die vorgefundenen pH-Werte, die Düngerarten, sowie dann auch noch betrieblich-ökonomische Belange, die da eben mit einfließen in die Kalkmengenbestimmung. Die Planung für die anderen Grundnährstoffe ist dagegen etwas aufwendiger, weil dazu die Bodenqualität, die Bodennährstoffgehalte, der Zielertrag, gegebenenfalls stattfindende organische Düngemaßnahmen oder auch Rückstände von den Vorfrüchten, Düngerpreise, Produktpreise, das finanzielle Budget des Betriebes und solche Größen alle zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis kommen dann solche Streuvorschriften raus in unserer Bearbeitung, wo wir dann
im nächsten Schritt dann nochmal betriebliche Vorgaben, Limitierungen, Restriktionen mit dem Betrieb abstimmen. Oftmals gibt es halt ein bestimmtes Budget, eine bestimmte Menge an Nährstoffen, die eben auf den Schlägen nur ausgebracht werden darf. Und dann muss gegebenenfalls von den fachlichen Optimum ein bisschen abgewichen werden. Schließlich kommt noch ein entscheidender Schritt, diese Sollvorgaben dann für die betriebliche Technik aufzubereiten. Für viele unterschiedliche Technikkombinationen, die wir in der Praxis halt vorherrschen haben. Hier geht es um Datenformate, um Koordinatensysteme, um Ordnerstrukturen, um Speicher- und Übertragungsmedien. Und ja, da ist die Betriebswelt in der Praxis eben doch relativ vielfältig und bunt. Und da gibt es halt eine ganze Menge unterschiedliche Terminals, die zu bedienen und anzusprechen sind. Wenn uns das alles gelungen ist, dann können wir teilschlagspezifisch applizieren, damit das Ertragspotenzial der Teilflächen besser ausgeschöpft wird. Bestenfalls können wir die Betriebsmittel einsparen oder zumindest so verteilen, dass sie eben ertragswirksam werden und damit eben auch entsprechend die Umwelt entlasten. Entscheidender Punkt im Gesamtsystem ist halt die Einschätzung der Ertragspotenziale für die Teilflächen und die sich bis dahin nur gebotenen Möglichkeiten der Dokumentation sind eben die Erntedaten, die wir auf hier mal die Rohdaten dargestellt von so einem Erschlag, die wir bis jetzt dokumentieren konnten. Und mit der Fernerkundung steht uns nun eben ein weiteres interessantes Hilfsmittel zur Verfügung, mit dem wir die Vegetation vergangener Jahre analysieren können. Und wir können natürlich dann auch entsprechende Teilschläge, Ertragszonen einteilen. Unsere ersten Auswertungen zeigen, dass sich die Ertragszonen, wenn man diese Satellitenbilder auswertet, kulturartenabhängig verschieben und auch automatisierte, also hier sieht man das ganz gut, dass wir also hier mal für Getreide und für Raps im Vergleich die Vegetationskarten oder Ertragspotenzialkarten mal ermittelt haben. Und auch bei den Zoneneinteilungen, dann fallen halt diese Teilflächenbildungen unterschiedlich aus. Und insofern warne ich ein kleines bisschen davor, zu viele Automatismen bei der fernerkundungsabgeleiteten Sollwertkarte hier zu nutzen. Was wir als Dienstleister in der Praxis nicht können und auch als Dienstleister gar nicht wollen, das ist, dass wir uns mit diesen Grundlagen der Fernerkundung so detailliert auseinandersetzen müssen, wie das jetzt hier in diesem Kurs passiert ist. Wir werden nicht unsere Schläge nach Satellitenszenen, also nach Satellitenszenen für unsere Schläge auf Suche gehen. Und wir werden auch nicht mit so mehr oder weniger mächtigen Kugelswerkzeugen da entsprechende Nachbearbeitungen machen können und wollen. Dazu wünschen wir uns eigentlich professionelle Anbieter. Und unsere Hoffnung besteht halt darin, dass es zunehmend kostengünstige, vorgefertigte Lösungen gibt, die uns dann als Dienstleister zur Verfügung stehen und relativ leicht handelbar sind, auch für den normalen Landwirt. Das Tool, das ich jetzt hier schon mal verwendet habe, ist das CropView von der Firma Klaas. Abschließend kann ich es noch nicht bewerten, weil ich damit eben erst ein paar so Auswertungen mal gemacht habe. Aber vom Grundsatz her ist hier halt schon zu sehen, dass es recht gut in der Funktionalität nutzbar ist. Und ja, bis auf die fachlichen Fragen, die hinterher dann eben trotzdem noch auftauchen, ist eben dieses Handling hier schon recht gut. Soweit erstmal vielleicht von mir. Vielen Dank. Dann würde ich mal direkt weitermachen, außer es sind jetzt direkt Fragen an Sie. Ansonsten würde ich mit Herrn Münchow, dass er sich noch direkt vorstellen kann. Also können Sie gerne Ihre Kamera anschalten. Dann teile ich mal noch schnell Ihre Präsentation. So, jetzt müssten Sie die komplette Kontrolle haben. Jawohl, genau, vielen Dank. Als erstes mal die Zahlen, die ich zumindest hier unten bei mir sehe, die Umfrageergebnisse, die gehören nicht zu mir. Ansonsten möchte ich mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Christian Münchow. Ich bin Landwirt aus dem nördlichen Harzvorland und wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren, fast Jahrzehnten, sehr intensiv mit der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Folie umschalten.
Ja, klappt gut. Kurz zum Betriebsspiegel. Also wir haben so über den Daumen ungefähr 1000 Hektar mit sehr heterogenen Flächen. Also wir haben Bodenpunkte zwischen 23 bis 100 hoch, die auch vom einen Meter auf den anderen schwanken. Das sieht man hier ganz gut und das ist auch eine der Stellen, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, woran liegen diese krassen Vegetationsunterschiede. Also man sieht ja im hinteren Bereich den Weizen, der schon fast erntereif ist, während er im vorderen Bereich halt noch grün ist und wächst. Und das ist auch eine der Stellen, wo tatsächlich die Bodenpunkte von 30 auf 100 hochspringen innerhalb weniger Meter. Genau, so sind wir halt zur teilflächenspezifischen Bewirtschaftung gekommen. Im Großen und Ganzen hat das ja mein Vorredner schon sehr gut dargestellt. Wir machen das so ähnlich, sagen wir mal. Ja, ich habe hier ein paar Beispielbilder, was wir so auf dem Betrieb alles machen. Also das geht los bei dem ganz simplen Parallelfahrsystem. Dann oben in der Mitte ist der teilflächenspezifische Wachstumsregler-Einsatz dargestellt mit dem Stickstoffsensor von Yara. Dasselbe dann rechts nochmal mit der Düngung. Die Grunddüngung machen wir sowohl organisch, da links unten dargestellt, auch aufgrund von Bodenkarten. Rechts unten die teilflächenspezifische Aussaat und in der Mitte einfach mal so eine Traktorkabine von innen, so wie es zurzeit leider noch aussieht. Das Ganze nochmal in groß und dann bin ich mit meiner Einführung auch schon fertig. Wenn es Fragen gibt, bitte immer drauf los. Vielen Dank, Herr Münchow. Und soweit erstmal keine Fragen sind, dann würde ich gerne noch Herrn Spengler vorstellen. Der hatte mir jetzt gerade eben noch ein paar Folien zukommen lassen. So, ich würde dann vorschlagen, dass du einfach sagst, wenn ich zur nächsten Folie klicken soll. Okay, gut. So, schönen guten Tag, mein Name ist Daniel Spengler. Ich bin auch vom Deutschen Geoforschungszentrum, genau wie meine Kollegen, die quasi dieses wunderschöne Webseminar durchgeführt haben. Und ich bin dort quasi Wissenschaftler und seit gut 10 Jahren im Bereich der landwirtschaftlichen Fernerkundung tätig. Ich möchte Ihnen kurz noch von unserer Seite eine Neuigkeit vorstellen, was sich im Bereich Precision Farming in diesem Jahr unter dem Einsatz von Fernerkundungstechnologien so getan hat. Das ist das Vorhaben AgriSense Demin, was sich mit dem Einsatz von Fernerkundungstechnologien für die Digitalisierung im Pflanzenbau beschäftigt und damit eins der digitalen Experimentierfelder vorstellt. Nächste Folie bitte. Wie Sie es hier sicherlich kennen, gibt es zahlreiche dieser Experimentierfelder, die über Deutschland weit verteilt sind. Wir sind im Nordosten gelegen und ja, repräsentieren so ein typisches nordostdeutsches Testgebiet mit relativ mageren Bodenstandorten, relativ sandigen Böden, wo auch Precision Farming durch eine sehr, sehr große Heterogenität innerhalb der Schläge eine große Bedeutung hat. Okay, nächste. Genau, und man sieht hier kurz das Testgebiet. Wir haben das relativ intensiv dort instrumentiert, um eben wirklich zu sehen, wie Fernerkundungstechnologien mit klimatischen, meteorologischen Bedingungen zusammenpassen, Bodenausstattung, um da dann auch wirklich vernünftige Methoden der Fernerkundung entwickeln zu können. Wie es vorhin schon schön gezeigt wurde, sieht man eben, dass in Fernerkundungsdaten oder die Ergebnisse aus Fernerkundungsdaten massiv eben von den angebauten Kulturen beziehungsweise auch von den Bodeneigenschaften da dann eben abhängig sind. Von daher ist es zum einen eben wichtig, dass man keine quasi vorgefertigten Algorithmen darauf loslässt, wo alles gleich behandelt wird. Zum einen eben ist diese kulturartenspezifische Unterscheidung, wie es vorhin schon herauskam, sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend und muss eben in solche Systeme mit integriert werden. Und zum anderen kann man natürlich aber auch diesen großen Datenschatz, diese langen Zeitreihen, die man mitunter zur Verfügung hat, dafür nutzen, solche Methoden zukünftig immer robuster zu gestalten.
das sind so diese Grundmessages, die wir da mitnehmen. Und ich will noch kurz in der letzten Folie zeigen, was wir jetzt auf diesem Experimentierfeld machen, wo wir zum einen Partner aus eben Mecklenburg-Vorpommern mit dabei haben, aber auch weitere Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit integrieren werden. Nächste und letzte damit. Genau, das ist quasi das Schema dieses Experimentierfelds. Und wie ich schon gesagt hatte, werden wir da die methodischen Grundlagen, wo Sie viele innerhalb dieses Seminars schon kennengelernt haben, weiter analysieren, wie man beispielsweise diese Informationen zusammenbringt aus am Boden gemessenen Informationen, Wissen des Landwirtes, auch wirklich Bedarf des Landwirtes, mit den Skalen von der Drohne, was immer mehr Einsatz findet, bis hin zur Satelliteninformation. Und wir werden das Ganze konkret an unterschiedlichen Anwendungsfällen machen, einmal zur Ertragsabschätzung, ein Ertragspotenzial, dann als zweites im Bereich nachhaltiger Bewirtschaftung, wo wir quasi gemeinsam mit den Landwirten Minderertragsstandorte ausweisen und aber auch den Fernerkundungsdaten oder den Algorithmen dann mitgeben wollen, warum handelt es sich um Minderertragsstandorte, dass man nicht nur ausweist, dass es etwas weniger dort ist oder dass es schlechtere Standorte sind, sondern auch das Warum soll aus den Fernerkundungsdaten nach Möglichkeit mit hervorgehen. Und im nordostdeutschen Raum haben wir auch das Problem, dass wir dort immer durch die Eiszeit Steine haben, die eigentlich heute noch genauso aufgefunden und gelesen werden, wie das noch vor 100 Jahren gemacht wurde. Und da wollen wir mit Drohnentechnologie diese Steine zumindest in dem ersten Schritt erfassen und dann womöglich auch Maschinen oder maschinell das Ganze so aufbereiten, dass da dann vielleicht zukünftig auch das Steinelesen etwas automatisierter vonstatten gehen kann. Und der vierte Anwendungsfall, den wir uns widmen, ist eine Optimierung in Bezug auf Bewässerung, dass dort Geodaten effizient damit verarbeitet werden. Das Ganze soll dann eben aber auch frei zugänglich sein und sowohl für Firmen, für die Landwirte an sich oder auch für die wissenschaftliche Nutzung offen zugänglich sein. Damit meine kurze Einführung in das Vorhaben und ja, ich hoffe, dass ich heute im Bereich Fernerkundung, Sensorik vielleicht noch die ein oder andere Frage beantworten kann. Ich freue mich jedenfalls sehr. Danke. Vielen Dank. Wir könnten jetzt eigentlich gleich in die Diskussion gehen, wenn Sie möchten, wenn Sie jetzt schon Fragen haben, also wie gesagt, Sie können gerne Ihre Kamera anschalten und Ihre Fragen stellen oder in den Chat. Ja, Herr Scheibe, Herr Scheibe, ich glaube, Sie hören, ne? Ich höre, ich kann leider meine Kamera irgendwie nicht freischalten, so wie es jetzt aussieht, aber hören kann ich sie gut. Nicht so schlimm. Was mir gut gefallen hat, da ist wenigstens vernünftige Datengrundlage dahinter, was längst nicht überall der Fall ist. Aber das haben Sie auch mit Ihren Automatismen, mit der Warnung zu den Automatismen nochmal nahegelegt. Aber was mir so ein bisschen aufstößt, ist die Stickstoffdüngung, weil die Stickstoffdynamik im Boden einfach fast nirgendwo berücksichtigt wird. Und ich sag mal, je nach Bodenart, je nach Humusgehalt haben wir irgendwo 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Kilogramm Stickstoff auf dem Hektar im Boden liegen. Und je nach Witterung und Temperatur, Wasser, alles kommt davon mehr oder weniger in der jeweiligen Zone. Das heißt, wir können rein theoretisch, wenn wir rein nach Ertragspotenzial eine Stickstoffdüngung vornehmen, komplett falsch liegen. Also, oder wie sehen Sie das? Ich sag mal, unser Hauptfeld, wo wir uns betätigen, ist die Grunddüngung und die teilschlagspezifische Düngung, vor allen Dingen zunächst mal beim Kalk und bei den Grundnährstoffen. Bei der Düngung mit Stickstoff ist es eigentlich bei uns immer so, dass wir im Frühjahr halt ein Minproben nehmen, dass wir halt schauen, welche Nährstoffe sind halt noch im Boden drin. Und dann versuchen wir eben die Zielerträge auf den Teilschlägen halt mit dem Landwirt gemeinsam in der Regel zu besprechen und zu schauen, was denkt er auch, was er da in dem Jahr ernten kann. Das ist von Jahr zu Jahr halt auch sehr unterschiedlich und wir haben jeden Frühjahr relativ unterschiedliche Bedingungen. Und wenn der Landwirt mir dann sagt, also er würde jetzt nach seinen Bedingungen eben meinetwegen in der ersten Gabe 60 Kilo streuen, dann geht es uns vor allen Dingen um die Umverteilung und um die Überlegung, wo machen wir dann wie viel hin.
Und letztlich ist es eben schon erstmal unsere Hauptaufgabe, das technisch hinzukriegen. Inhaltlich gebe ich Ihnen recht, ist das nicht ausgereift. Und dann wäre eine weitere Frage, wie das kostentechnisch denn aussieht. Also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Betrieb, aber ja, ich sehe da noch nicht, dass man da so ganz viel Geld für ausgeben kann. Ich weiß nicht, wie das der Herr Münchhoff sieht, so rein betriebswirtschaftlich. Aber wo liegen wir da? Also wo befinden wir uns da bei Ihrer Dienstleistung, wenn ich das jetzt nicht irgendwie selber mache? Darf ich mich kurz einklinken und nochmal ganz kurz auf das Thema mit der Stickstoffdüngung zurückkommen? Ja. Da sehe ich auch Schwächen bei den Ertragspotenzialkarten. Der einzige Vorteil, den Sie haben, sie sind einfach relativ einfach zu erstellen. Man hat die Daten sowieso mehr oder weniger. Ich würde aber bei der Stickstoffdüngung eigentlich dazu tendieren, das im Online-Verfahren zu machen. Also entweder mit einem Stickstoffsensor oder aber mit Satellitendaten, die halt das aktuelle Wachstum der Pflanzen darstellen und das nicht zu weit im Voraus planen, sondern mit den Daten halt so dicht wie möglich an dem Düngezeitpunkt zu landen. Ja, wobei da noch auszuschließen wäre, dass es sich wirklich nicht um den anderen Mangel handelt, sondern wirklich um den Stickstoffmangel, oder? Also da, ich weiß nicht, ob der Sensor da inzwischen, aber... Oder ja, also einen anderen Mangel auszuschließen ist schwierig. Also ich sag mal, die Stickstoffdüngung funktioniert natürlich umso besser, je besser die Böden insgesamt mit Nährstoffen versorgt sind, so dass ich quasi alle anderen Faktoren ausschließen kann und sagen, zumindest sagen wir mal zu 80% liegt das jetzt am Stickstoff. Ja. Ja, gut. Kosten, haben Sie da irgendwie noch zufällig ganz grob was über den Daumen für mich, Herr Scheibe? Ich weiß jetzt nicht, wofür Sie Kosten meinen. Also grundsätzlich wäre jetzt halt die Vorbereitung, dass man jetzt teilschlagspezifisch eine Einteilung vornimmt, eigentlich vor allen Dingen Arbeitszeit, die man da reinsteckt. Die Daten, die kriegen wir heute quasi schon ja überall im Open Data fast umsonst, sag ich jetzt mal. Und insofern ist es einfach eine Frage, wie viel Stunden Aufwand man halt reinsteckt. Und das hängt auch sehr viel davon ab, wie viel der Landwirt selbst macht und wie viel er uns dazu braucht. Die Ableitung, das dann in eine Datei zu packen und zu sagen, okay, wir übergeben dir jetzt eine Shape-Datei oder eine ISO-XML-Datei, das ist dann eigentlich auch nur eine Frage von 1-2 Stunden, sag ich mal, die man dann halt abrechnen muss. Also Sie bieten als Dienstleister quasi Ihr Know-how an und verkaufen dann die Arbeitszeit sozusagen, um die Daten aufzubereiten, sodass der Landwirt die nutzen kann. Ja, genau. Also bei der Stickstoffdüngung wäre es so und bei der Grundnährstoffdüngung ist es halt so, dass man hier eigentlich nur einen relativ geringen Mehraufwand hat im Vergleich zur sonstigen Bodenuntersuchung, die man halt auch macht. Hier ist es halt nur der Aufwand, den man vorher halt machen muss, dass man eben tatsächlich die Teilschläge genauer betrachtet und dass man eben nicht eben nach 5-Hektar-Raster oder irgendeinem schematischen Karo-Muster eben die Beprobung vornimmt, sondern sich im Vorfeld Gedanken macht, welche Ertragspotenzialzonen gibt es und die werden dann halt spezifisch beprobt. Das kostet aber in der Regel nicht wirklich viel mehr als eine normale Grundnährstoffbodenuntersuchung, die man eh gesetzlich machen muss. Ja, gut. Das wäre dann an Sie. Möchte jemand anders erst noch was fragen? Sonst hätte ich noch an den Herrn Münchhoff eine Frage. Vielleicht kurz zwischenrein auch an den Herrn Münchhoff von eine Frage, ob die Verarbeitung der Daten Teil der täglichen Arbeit ist oder machen Sie das zu festen Zeiten? Wie viel Zeit verwenden Sie für die Datenbereitung und Erstellung der Karten? Und dazu würde mich auch noch interessieren, also benutzen Sie Sentinel-2-Daten oder welche Daten benutzen Sie in Ihrem Unternehmen? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es kommt ganz drauf an, ich sage mal, eine Nährstoffkarte, das ist natürlich nichts, was wir täglich machen, sondern das machen wir einmal pro Fruchtfolge, also ich sag mal alle 3 bis 4 Jahre. Andere Sachen, wie zum Beispiel eine Wachstumsreglerkarte, da nutzen wir Sentinel-2-Daten. Das ist
eigentlich im täglichen Ablauf, wenn man das so sagen möchte, mit drin, zumindest zu den Zeiten, wo dann halt auch Wachstumsregler eingesetzt werden. Und da geht schon relativ viel Zeit für drauf. Also wenn man erstmal das Grundarbeitsschema hat, dann geht es recht schnell. Ich sag mal, da braucht man vielleicht 10 Minuten pro Schlag. Das muss man halt am Tag vorher machen, damit man am nächsten Tag gleich morgens die Daten für den Mitarbeiter auch fertig hat. Ansonsten der Zeitaufwand, das ist wirklich völlig gemischt. Wenn man von ganz vorne anfängt, dann dauert es etliche Stunden, bis man sich eine Datengrundlage geschaffen hat. Dann nachher, wenn die Daten erstmal da sind, dann geht es relativ schnell. War das ungefähr zufriedenstellend? Ich hätte dann auch noch eine Frage an den Herrn Münchhoff. Und zwar beschäftige ich mich auch seit geraumer Zeit mit dem Thema teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Bei uns ist der Umstand, dass wir in einem Realteilungsgebiet in Hessen arbeiten. Das heißt, die Schlagstrukturen sind entsprechend kleinteilig. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren eben auch das Bodenrelief ganz klar gesehen, wo eben Felsen, wo Steine vorhanden sind, die man in sonstigen Jahren nicht so wahrgenommen hat. Auf Ihrer ersten Abbildung oder auf Ihrem ersten Foto war zu sehen, dass Sie auch innerhalb der Fahrgasse dann doch deutliche Unterschiede haben. Da meine Frage, sind Sie insgesamt zufrieden mit der Aufteilung, so wie es jetzt vom ISO-XML-Standard ja vorgesehen ist, dass die Rasterung auf 20 mal 20 Meter ist? Es ist ja zukünftig, ist ja ein kleinerer Maßstab möglich. Aber wie gehen Sie jetzt aktuell damit um und sind Sie damit zufrieden? Also zurzeit bin ich noch damit zufrieden, also gerade was die Stickstoffdüngung angeht, weil wir mit einem pneumatischen Düngerstreuer, mit dem Rauch AGT fahren, mit einer Arbeitsbreite von 36 Metern und der auch nicht das in verschiedenen Teilbreiten unterschiedlich dosieren kann, noch nicht. Und insofern ist die Arbeitsbreite, die Rastergröße für uns erstmal hinreichend. Mhm. Ja, man sieht es ja auf der Fotografie ganz deutlich, wenn Sie 36 Meter Abstand haben, dann sieht man da schon, dass es eigentlich so die Teilung der Fläche nicht gerade optimal ist. Das ist richtig, ja. Aber zurzeit kommen wir halt einfach auch noch nicht näher ran. Mhm. Denke mal, wenn der nächste Düngerstreuer vielleicht die Möglichkeit hat, in Teilbreiten zu fahren, dann ist das ein ganz anderes Thema. Zurzeit funktioniert es zumindest bei der Stickstoffdüngung halt noch nicht. Können Sie denn sagen, was Sie innerhalb der Zeit, als Sie sich jetzt mit dem konkreten teilflächenspezifischen, mit der teilflächenspezifischen Bearbeitung befasst haben, was Sie da an konkreten Mehrerträgen bzw. an geringeren Kosten bei erreicht haben? Also Mehrerträge sind immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Wir haben zwar auch Streifenversuche selber gemacht. Da kommen auch Mehrerträge raus, die allerdings wirklich schwer zu quantifizieren sind und von Jahr zu Jahr sowieso ganz schwierig, weil ja jedes Jahr anders ist. Was wir aber gut sehen, sind die Einsparungen. Also das betrifft zu einem sehr großen Teil die Grunddüngung. Wenn man das in der Teilfläche macht, also da kann man richtig was sparen. Bei der Stickstoffdüngung spart man nicht unbedingt, weil bei uns der Ansatz eigentlich eher ist, das, was wir düngen oder sagen wir mal sowieso düngen würden, einfach nur anders zu verteilen. Aber Grunddüngung, das spart also über die Jahre einige 100 Euro pro Hektar. Ja, dankeschön. Gerne. Ja, mein Fragemarathon würde dann auch noch weitergehen, wenn das noch geht.
Ja, das Thema, was eben angesprochen wurde, sehe ich ganz genauso. Bisher stellt er ja dann ab der Hälfte um, außer jetzt ein neuerer Rauchdüngerstreuer kann das schon halbseitig, aber ansonsten würde ab der Hälfte umgestellt werden. Ist ja bei Ihnen auch so, Herr Münchow, oder? Das ist, glaube ich, Standard. Jawohl. Und es gibt ja technische Lösungen, so ist ja nicht. Aber wenn ich mir jetzt angucke, einen Aufpreis bei der Pflanzenschutzspritze von 1.000 Euro pro Meter, wenn wir bei 36.000 Euro für eine Pulsweitenmodulation, dass ich pro Düse regeln könnte, das muss ich auch erstmal wieder reinholen. Oder wie sehen Sie das so? Also erstmal muss ich da das Material nachhaben, dann muss ich es so geregelt kriegen und dann muss ich das Geld noch wieder reinholen, was ich da reingesteckt habe. Das ist richtig, aber ich glaube, dass also gerade bei den neueren Spritzen hängt das auch ganz stark von den Schlägen ab. Also wenn ich jetzt einen quadratischen Schlag habe, der 100 Hektar groß ist, da bringt mir die Pulsweitenmodulation relativ wenig. Wenn ich jetzt aber ganz viele Schläge habe, die so alle im Bereich 3, 4, 5 bis vielleicht 10 Hektar sind und die auch nicht quadratisch praktisch gut, sondern noch irgendwie geschlängelt oder ein Unland da drin, ich glaube, dann rechnet sich das relativ schnell. Also ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. Nein, ich glaube, wenn man es über alles betrachtet, ist das eine Sache, die sich lohnt. Gut, dann hatte ich gesehen, Getreideaussaat in Teilfläche. Da bin ich persönlich tatsächlich wieder von weg, habe aber zugegebenermaßen auch nicht die extremen Unterschiede wie bei Ihnen. Alles eher an leichte Standorte, das Getreide sich das sowieso wieder zurückgeholt hat, irgendwie in meinem Fall, sage ich mal. Also selbst wenn ich die Bestandesdichten da auf den leichten Sandkuppen reduziert habe, dann hat sich das halt mehr bestockt. Ich weiß nicht, liegt das daran, dass es einfach nicht mehr, also der Unterschied nicht so groß ist, oder ist das bei Ihnen irgendwie ganz anders, oder wie ist das? Also ich fahre Wachstumsregler auch noch nach Karte, aber die Aussaat bei Getreide habe ich wieder zurückgenommen. Ja, wir sind auch noch so ein bisschen am Experimentieren, weil ja keiner so richtig weiß, bringe ich jetzt auf einem leichten Standort unbedingt mehr oder weniger aus, kommt dann immer auf das Jahr an, was ich natürlich zum Zeitpunkt der Aussaat überhaupt nicht abschätzen kann. Also da sind wir noch, ich sag mal, in der fortgeschrittenen Versuchsphase. In manchen Jahren funktioniert es gut, wenn ich dann halt auch, ich sag mal, ein normales Jahr erwische. Aber solche Jahre jetzt wie die letzten drei, da kann man es eigentlich auch sein lassen, wenn man vorher weiß, dass wir so ein Trockenjahr kriegen oder wie trocken es dann wird. Ja, also ich weiß es auch nicht. Ich habe es ausprobiert und dann wieder gelassen und einfach nur noch über Stickstoff und Wachstumsregler dann im Frühjahr gesteuert. Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ein bisschen Saatgut ließe sich ja schon einsparen, aber mir hat sich auch so der Eindruck breit gemacht, dass das Unkraut unterdrückungstechnisch irgendwann dann auch eng wird, wenn man wirklich runtergeht auf den Sandköpfen, was man ja rein von der Pflanzenzahl könnte. Ja, weiß ich nicht, wie Ihre Erfahrungen da sind. Ja, also wie gesagt, wir probieren auch und es gibt, also bei uns hat sich zumindest noch keine Strategie rauskristallisiert, wo man sagen kann, die passt in, sagen wir mal, wenigstens 80% der Jahre. Ja, ist Ihre Beobachtung denn auch, dass die Zonen in der Tendenz immer gleich sind? Also sei es nun besser oder schlechter, aber in der Tendenz immer gleich. Das ändert sich eigentlich nie, sofern Wasser der ertragsbegrenzende Faktor ist. Können Sie das so bestätigen? Jein. Also ich sag mal, so eine Ertragspotenzialkarte, die spiegelt tatsächlich, ich sag mal, 8 von 10 Jahren relativ sicher wider. Aber Ausreißerjahre kann die natürlich auch nicht abdecken. Insofern, also ich bin ein bisschen skeptisch, was diese generelle Ertragspotenzialkarten angeht, obwohl es da auch sehr gute gibt. Jetzt vorhin, wie das von Firma Klaas vorgestellt wurde, das von denen kenne ich das nicht. Wir haben das mal mit der Firma Vista gemacht. Eigentlich eine schöne Sache, aber es funktioniert halt nicht immer. Man muss also quasi seine Strategie anpassen, wenn man merkt, hoppla, dieses Jahr ist vom Wetter her anders als so ein Standardjahr. Da wäre ja meine Idee mal gewesen, vielleicht auch an die Wissenschaft hier, hätte ich fast gesagt, dass man NDVI-technisch regional Referenzwerte
nehmen könnte, weil es ist ja nun hinsichtlich Stickstoffaufnahme quasi nicht möglich, einfach nur anhand eines Satellitenbilds zu sagen, das sind jetzt XY Kilo, sondern ich kann nur die relative Abweichung feststellen. Hätte ich jetzt aber regionale Referenzzonen, klar, ist auch ein bisschen schwierig mit kleinräumigen Wetterereignissen und sowas, aber so grobe Anhaltswerte, ließe sich daraus nicht irgendwie eine Art Modell stricken, dass man schon ein bisschen auch über Satelliten Stickstoffaufnahmen machen könnte, so ganz grob, oder ist das einfach komplett Wunschdenken? Ich glaube, da ist man noch relativ weit von entfernt, weil unsere Feststellung war, dass es sehr, sehr kleinräumige Unterschiede auch schon im Hinblick auf die Vitalität und den Zustand von Pflanzen gibt und wie er sich dann in den Satellitenbildern darstellt. Also relative Unterschiede abzubilden, das macht sich sehr, sehr gut. Aber da wirklich eine Quantifizierung von zu machen, da sind wir, glaube ich, noch ein ziemliches Stück entfernt. So eine regionalen Validierung könnten oder Referenzen könnten da vielleicht ein Beispiel, könnten da irgendwie einen Beitrag zu leisten. Aber ich sehe gerade noch nicht so richtig, wie man das umsetzen kann. Wäre aber ein interessanter Vorschlag, dass man da so an Methoden und Daten rankommt, die man damit integrieren kann. Ja, es war nur so ein Gedanke, wie man das irgendwie machen kann, weil ich einfach immer sehe, ja, ja, dass das Ganze zu teuer ist. Also so jetzt, Agravis hat, bietet eine sehr gute Datengrundlage, wie ich finde, mit den Landsat-Daten und den Sentinel-Daten, die jetzt vorhanden sind, aber das kostet einfach doch schon ziemlich viel Geld. Ich weiß nicht, wie Herr Münchhoff das löst. Also ich habe mir das als Shape in Prozent sozusagen angelegt und dann drei Spalten reingemacht von 70 bis 130, 80 bis 120 und 90 bis 110, damit ich die also verschiedene Spreizungen sozusagen abdecken kann und ändere dann einfach nur im Terminal den Skalierungsfaktor und kann damit dann sozusagen alles abdecken. So brauche ich nicht immer mit Karten durch die Gegend rennen, sondern die liegen einfach auf dem Terminal und ich kann das für alles nutzen, wenn ich gerade möchte oder wenn nicht, dann halt nicht. Aber da ist auch irgendwie so richtig einheitlich noch überhaupt nichts gefunden, wenn ich das so richtig beobachte. Da rennen so viele Leute mit USB-Sticks durch die Gegend und das kann es ja irgendwo nicht sein. Das kostet alles so viel Zeit und dann ist er doch wieder nicht da und dann willst du aber fertig werden und dann ist der Mitarbeiter doch schon losgefahren. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Also ich finde erstmal den Ansatz gut, das als Prozentkarte irgendwo zu hinterlegen, dass man es jederzeit abrufen kann. Denn im Großen und Ganzen ist es ja auch nichts anderes. Ob ich da jetzt vorher im Büro noch die Mittel reinschreibe und eine extra Karte erstelle oder ob ich einfach sage, hier meine Prozentkarte geht eigentlich für so ziemlich alles und ich trage dann entweder am Schlepperterminal oder wo auch immer noch das Mittel ein, halte ich für sehr sinnvoll. Das spart eine Menge Rennerei. Arbeitsaufwand, Zeit und Geld kostet das, das immer neu machen. Das ist das Problem. Nur Prozent können viele Terminals nicht lesen. Deswegen bin ich immer noch ganz froh, dass man das über den Skalierungsfaktor noch so ein bisschen hinschieben kann, dass man dann auf seine Zahlen kommt, wie man es haben will. Aber das sehe ich bei keinem Anbieter. Jeder will natürlich seine Karte pro Anwendung verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wachstumsreglermaßnahme machen will, dann müsste ich eine extra Karte wieder kaufen. Will ich jetzt eine Aussaat machen, müsste ich wieder eine extra Karte kaufen. Das ist doch scheiße. Wie ist das denn bei OneSoil? Es gab ja auch jemanden, ich weiß nicht, ob der heute anwesend ist, der OneSoil genutzt hat. Da habe ich verstanden, dass das direkt über die App dann auf die Terminals übergeben werden kann. Also jetzt anders wie die Karten von Vista, die ja, außer man benutzt dann diese ganzen Net-Farming-Management-Software. Das sollte mich wundern, das muss ja immer über ein angebundenes Portal gehen. Also quasi die Maschinen sind dann nicht über Internet miteinander verbunden, dass man quasi am Rechner im Büro die Karte erstellt und dann derjenige, der auf der Maschine sitzt, dann diese Informationen aktualisiert bekommt. Schade, dass diese Person heute nicht anwesend ist. Ich weiß nicht, Daniel, hast du da auch noch keine Informationen? Ja, vielleicht generell, wir hatten ja schon so ein paar Stolpersteine. Vielleicht haben Sie, Herr Scheibe, oder auch Herr Münchhoff, Herr Spengler,
wenn man jetzt damit anfangen möchte, ich weiß ja nicht, wie der Wissensstand jetzt von den Teilnehmenden ist, ob sie da jetzt schon viel Selbsterfahrung gemacht haben oder gerade damit anfangen wollen, aber vielleicht so, was man vermeiden könnte, was sehr viel Zeit gekostet hat, das ist sicher auch sehr interessant, um dann nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen und Arbeitszeit zu verlieren. Ja, vielleicht ein Wort mal zu diesen Stolpersteinen. Wir haben halt in unserer Praxis ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass eben fast alle denken, sie müssen mit dem Stickstoff anfangen und wollen mit Stickstoff regulieren und haben dann festgestellt, dass in der Regel mindestens ein Drittel der Flächen nicht im pH-Wert optimal ausgestaltet sind. Und dann findet man einfach die Lösung oder das Problem, dass eben der Stickstoff dann an den Stellen, wo der pH-Wert nicht passt, auch nicht effizient genutzt wird. Und dann ist diese teilschlagspezifische Stickstoffdüngung eben nicht zielführend. Und das ist eigentlich immer unsere Empfehlung, dass wir zunächst mal im ersten Schritt eben wirklich diese Kalkungsgeschichte in Ordnung bringen und erst im nächsten Schritt dann sagen, jetzt kannst du auch mal, mit Prozentkarten zum Teil sagen, okay, jetzt machen wir eine entsprechende Stickstoffregulierung. Und vielleicht zu dem letzten Punkt, der hier gerade nochmal angesprochen wurde, Stick oder Fernübertragung von Daten. Also wir haben inzwischen einzelne Terminals, die auch mit SIM-Karten ausgestattet werden können, sodass man es von fern übertragen kann. Aber in meinem Beratungsklientel gibt es nicht einen, der es bisher gekauft hat, weil es teuer ist. Herr Münchdorf, möchten Sie noch irgendwie mit Stolpersteinen? Also erstmal muss man sagen, dass viele Stolpersteine eigentlich schon aus dem Weg geräumt sind. Denn die Datenverfügbarkeit ist jetzt um ein Vielfaches besser, als das noch vor, ich sage mal, 5 oder 10 Jahren war. Aber was eben auch schon angesprochen wurde, wenn man tatsächlich eine Stickstoffdüngung in der Teilfläche machen möchte, sollte man zuerst zusehen, dass man also gerade die Kalkung oder sagen wir mal die Grundstruktur der Böden kennt und im Idealfall in Ordnung bringt. Denn sonst bringt mir die Stickstoffdüngung in der Teilfläche wenig. Was haben wir eigentlich da noch so für Möglichkeiten der Erfassung, außer jetzt Ihr EM38, Ihr Leitfähigkeitsmessung war das, ne? Die Reichsbodenschätzung ist bei uns zum Beispiel viel zu ungenau, viel zu grob. Ja, also wir haben uns tatsächlich rangesetzt oder haben von der LUFA jemanden beauftragt und haben unsere gesamten Schläge nochmal extra kartiert. Das heißt, wir haben uns zwar als Grundlage die Reichsbodenschätzung genommen, haben aber dann an vielen Stellen nochmal nachgeprobt, also nochmal eigene Bodenprofile erstellt, haben das Raster auch ein bisschen verändert, haben überall nochmal geguckt, wo es irgendwie Unstimmigkeiten gibt, also wo verschiedene Informationen sich widersprochen haben und haben quasi unsere Reichsbodenschätzung 2.0 also selber zusammengebastelt. Wo lag da der Kostenaufwand so circa pro Hektar? Der Kostenaufwand lag so bei gut 100 Euro pro Hektar. Das ist ja eigentlich noch überschaubar. Ja, zumal es eine einmalige Sache ist, von der man halt auch Jahre oder Jahrzehnte eigentlich zehren kann. Denn ich sag mal so, an der ganz groben Struktur ändert sich ja nichts. Zumindest nicht im Laufe eines Lebensalters. Nee, weil daran scheitert es noch so ein bisschen, weil einfach eine 0815 Rasterbeprobung halte ich für nicht sonderlich zielführend. Das muss ja schon irgendwie so ein bisschen eingegrenzt werden, ne, vorher, oder? Ist das falsch? Das sollte auf jeden Fall eingegrenzt werden, ja. Also wir haben tatsächlich auch eigene Teilflächen gebildet auf Grundlage von so ziemlich allen Informationen, denen man irgendwie habhaft werden konnte. Also Satellitenkarten, Reichsbodenschätzung, dann die EM38-Messung. Die haben wir sogar noch mal ausprobiert in verschiedenen Schichten. Das waren irgendwie 6 Schichten bis insgesamt 1,50 Meter Tiefe. Also man Ertragskarten natürlich dabei, Biomassekarten, sowas alles.
Und da haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht und das alles zusammengeschmissen. Und ich glaube, das ist eine recht vernünftige Datengrundlage. Wie gut hat das funktioniert mit dem EM38? Das ist ja immer so ein bisschen umstritten, hätte ich fast gesagt. Ja, also das hat bei uns auch wirklich einen ziemlich geringen Stellenwert mittlerweile, weil es einfach auch sehr fehleranfällig ist. Also da haben wir einen Schlag mal richtig schön gescannt oder gemessen. Und das sah irgendwie völlig merkwürdig aus. Und dann stellte sich im Nachhinein raus, dass da eine Drainage kaputt war und quasi ein Teil des Ackers wesentlich feuchter war als der andere. Und dann bringt mir natürlich eine EM38-Messung auch nicht mehr viel. Nee, das, ja. Ja, alles nicht so einfach. Da würde ich gerne nochmal einen Hinweis geben. In Brandenburg hat sich hier eine Firma etabliert, die nennt sich Geophilus. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Dort gibt es praktisch eine Kombination zwischen Leitfähigkeitsmessung und einer zusätzlichen Gammasonde, die dort mitfährt und wo dann eben die Schwächen, die bei der Leitfähigkeit ja darin bestehen, dass wir vor allen Dingen auch von der Bodenfeuchte und auch vielleicht vom Relief und noch ein paar vielleicht Salzgehalte und ähnlichen Dingen mit beeinflusst sind, verspricht dieses System eben durch diese beiden Messungen, kann darüber schon mehr diese den Tongehalt, den die Gammasonde vor allen Dingen erfasst, besser darstellen. Und das ist ungefähr ein Kostenfaktor von 50-60 Euro pro Hektar, die da zu Buche schlagen. Insbesondere, weil diese Geophilus-Überfahrung dann mit Referenzproben kalibriert wird. Da wird es also ein paar, nach der Überfahrung gibt es halt bestimmte Stellen, die dann sozusagen die Minimal- und Maximalwerte dieser Messreihen darstellen, und an diesen Stellen wird im Prinzip dann gegengeprüft mit tatsächlichen Labormethoden und dann werden diese Daten entsprechend kalibriert, und das verspricht zumindest bessere Werte als eine reine Leitfähigkeitsmessung. Das ist richtig. Wir haben den Geophilus auch ausprobiert, allerdings nachdem wir unsere Hofbodenkarte schon fertig hatten. Was jetzt aber eine ganz interessante Entwicklung ist, wir sind in einem Projekt mit dabei, da geht es hauptsächlich um Auswertung von Satellitendaten und auch eine Bodenfeuchte-Messung per Satellit. Und wenn man sowas zeitnah mit einer EM38-Messung oder mit dem Geophilus kombiniert, kann man da, glaube ich, auch eine ganze Menge Fehler bei rausrechnen. Daniel, hast du da auch noch eine Anmerkung? Dein Mikrofon ist noch an. Nee, nicht wirklich. Also welche Datenquelle ich bei der Aufzählung von Herrn Münchhoff noch so ein bisschen vermisst hatte, war quasi das Relief, also Reliefinformation, irgendeine hochaufgelöste Höheninformation. Denke ich, das ist auch noch eine sinnvolle Datenquelle. Ansonsten macht aus meiner Sicht es wahnsinnig viel Sinn, eben diese ganzen Datenquellen zusammenzubringen, genauso wie es Herr Münchhoff beschrieben hat. Genau, so hatten wir es ein bisschen ja auch, ich weiß nicht, also jeder, der bei der beim letzten Webseminar dabei hatten wir ja nochmal große Zeit damit auch verbracht, diese ganzen Daten mit der Ertragszonenkarte zu vergleichen. Also wir hatten da eben vielleicht noch für die Experten, die jetzt nicht Referenten, ich weiß nicht, sie sind alle Experten, ich weiß, wen ich meine. Da hatten wir eben die Bodenschätzung, DGM, Höhenangaben, quasi auch noch weiter betrachtet und auch mal den Effekt eben des Wettereinflusses und der Anbaukulturen diskutiert und hoffentlich eben deutlich gemacht, dass da mehrere Informationen mit einfließen können. Und was wir auch zu Beginn auch gezeigt hatten, dass es eben auch nicht nur den NDVI gibt, das ist der bekannteste Vegetationsindex, aber dass es gerade, wenn es jetzt zum Zeitpunkt der höchsten Vitalität ist, da auch sinnvoll ist, nochmal andere Indizes mit reinzunehmen. Und genau, mit Sentinel-1-Daten kann man natürlich dann auch Informationen zur Bodenfeuchte noch hinzuziehen. Und ich glaube, da eignet sich QGIS ja ganz gut. Also das wäre vielleicht auch noch eine Frage, mit welchen Programmen Sie so arbeiten. Also in QGIS kann man sich das ja auch schön so übereinander legen. Es gibt auch einen Slider, also da muss man gar nicht jetzt
Daten miteinander verschneiden und kann auch schon sehr viel visuell arbeiten. Ich weiß nicht, ob da jemand noch einen Kommentar dazu hat. Na, vielleicht will ich noch mal ein Wort dazu sagen. Wir haben dieses Crop View jetzt mal relativ neu ausprobiert, muss ich sagen. Also von Klaas, dieses Tool, was in diesem 365 Farmnet mit drin steckt. Und hier ist es so, dass die also zunächst mal, wenn man dort einen Schlag einliest oder auch mehrere Schläge mit einmal einliest, dass die dann eben aus den letzten 5-6 Jahren die Sentinel-Daten zur Verfügung stellen und automatisch zunächst mal filtern die Fotos, die eben mit möglichst wenig Wolken versehen sind. Da gibt es also irgendeinen Automatismus, der dann sagt, okay, nimm nur die Bilder, die maximal 10% oder 20% Wolkenbedeckung haben. Und man hat aber die Möglichkeit, sehr schön auch bestimmte Termine einzugrenzen. Und wir sind hier in Brandenburg natürlich immer in der Situation, Wasser ist absolut begrenzender Faktor. Und wenn man eben zu ganz bestimmten Zeiten bei uns an den Schlägen vorbeifährt, dann sieht man eben schon mit bloßem Auge, wo die Bestände zusammenbrechen. Und wenn man jetzt solche Termine tatsächlich mit den Satellitenfotos mal nachvollzieht und schaut, dass man da möglichst Bilder hat, die eben auch wirklich ohne Wolken sind, dann kann man hier doch relativ saubere Muster wiederfinden. Und ich glaube, das sind schon die, die tatsächlich eben die besseren und von den schlechteren Böden trennt. Aber wie wir eben auch gesehen haben, nicht bei allen Kulturen gleich, dass ein Raps eben mit einer tieferen Wurzel vielleicht dann an der gleichen Stelle vielleicht doch noch Wasser bekommt und Getreide schon eher an der gleichen Stelle zusammenbricht. Das wird schon so sein. Aber wenn man eben gezielt nach solchen Bildern sucht, denke ich mal, kriegt man hier schon ganz gute Erkenntnisse. Ja, also was ich eben nicht so gut gefunden habe, wenn man jetzt wirklich die ganzen 4-5 Jahre Satellitenfotos nimmt und einfach automatisch sagt, jetzt bilde mir die Ertragspotenzialkarte, dann glaube ich, dass das eben zwar schon irgendwo einen Mittelwert gibt, aber der stimmt eben für Einzelkulturen dann wieder nicht. Das war das, was ich vorhin gemeint hatte, dass man eigentlich quasi bei den Ertragspotenzialkarten eben nicht den Fehler machen darf und dann nur die zur Verfügung stehenden Sentinel-2-Daten beispielsweise, die da sind, dafür mit heranziehen kann. Weil wenn wir eine vernünftige Fruchtfolge mit mindestens 3 Jahren haben, dann haben wir vielleicht maximal 2 Datensätze, die wir über Sentinel-2 inzwischen haben können, seitdem der Satellit da ist. Von daher ist es da wirklich essentiell, dass wir da vielleicht sogar noch längere Zeit reinnehmen von älteren Daten. Und das ist bei vielen Anbietern, glaube ich, noch nicht so gegeben. Wenn Sie mal bei Soloro reingucken, das ist eine Vollkatastrophe geworden. Das war schon mal ein bisschen besser, aber aktuell ist das einfach Ablage unterm Schreibtisch. Das geht gar nicht. Mit der Datenverfügbarkeit. Also bei dir haben ja auch 5 Jahre, glaube ich, nehmen die als... Ja, aber ich weiß nicht, was da für ein Algorithmus hintersteht. Das ist, ich habe da auch ein super schönes Bild von meinen Flächen mit der Soloro-Berechnung und den von Agravis und meine eigene daneben. Und das, ja, also das ist absolut nichts mit der Realität zu tun, aber nicht ansatzweise. Ich glaube, deswegen hatten wir dieses Beispiel gebracht, dass wir eben 4 Jahre genommen hatten und diesen einen Zeitpunkt, der da so ein bisschen vom Muster rausgefallen ist, das ist halt der Vorteil, wenn sie das mal nur für einen Schlag selber machen, dass sie eben mehr verstehen, was diese Produkte einem zur Verfügung stellen. Also Vista hat ja, glaube ich, so die längste Zeitreihe, die sie anbieten, mit 10 bis 15 Jahren und Landsat-Daten noch mit einbeziehen, aber das können Sie natürlich auch selber machen. Also über code.de sind auch die Landsat-Daten zur Verfügung. Und ich glaube, wie Herr Münchhoff schon gesagt hat, das ist ja dann einmalig mehr Aufwand. Aber wenn Sie das zum Beispiel interessiert, also wir hätten auch noch eine letzte Umfrage an Sie. Ich glaube, ja, es waren sehr viele, aber so was wir besser machen können, wenn wir das nochmal anbieten. Weil da bietet sich natürlich auch an, zum Beispiel über code.de den Jupyter Hub dann einmal ein Skript aufzusetzen, also wenn Sie solche Sachen interessieren, dass man nicht die einzelnen Szenen runterladen kann oder wie wir auch gezeigt hatten, der EU-Browser von Synergize hat ja den Vorteil, dass er nicht die ganze Kachel runterlädt,
der hat auch Landsat-Daten noch zur Verfügung. Also können Sie auch nur für Ihre Schläge, wenn Sie da nah genug reinzoomen. Wie gesagt, da haben Sie den Versatz, da arbeiten Sie aber auch gerade dran. Also da hatten wir ein Gespräch mit Ihnen. Die werden versuchen, die Daten auch in UTM zur Verfügung zu stellen. Das war eigentlich nur daraus entstanden, dass Sie, das war mal eine reine Web-Anwendung, also ohne Datendownload. Dann kam irgendwann mal der Datendownload hinzu und als Web-Anwendung werden die Daten halt meist in Mercator eben umgerechnet, weil das so die gängige Web-Projektion ist. Aber an sich ist es kein Problem, die auch dort in UTM zur Verfügung zu stellen. Und wir haben morgen noch ein Gespräch mit Code.de und da wollen wir auch mal noch anregen, dass nicht die ganze Kachel nur runtergeladen werden kann, sondern auch die Fläche, in die man eingezoomt hat. Also dann reduzieren sich auch die Daten- und Downloadmengen nicht, weil das weiß ja nicht, wie das bei Ihnen mit dem Internet ist. Also jedes Mal, wenn ich nicht in Berlin oder Potsdam bin, bin ich doch immer ein bisschen verzweifelt, wenn man dann, also ich war vor kurzem mal eine Woche im Oderbruch und musste da eben auch große Datenmengen runterladen und ich bin da gescheitert. Also deswegen weiß nicht, wie wichtig die Faktoren für Sie sind. Da können wir Sie dann auch gerne auf dem Laufenden halten. Oder allgemein kann ich Ihnen empfehlen, auch immer wieder die Portale zu besuchen, weil sich da einfach wahnsinnig schnell gerade tut. Mit, also wie gesagt, Sentinel-2-Daten, das war mal ein richtiger Kampf, die runterzuladen. Selbst bei gutem Internet, das ist jetzt seit April gibt es ja erst die neue Oberfläche von Code.de. Also da tut sich wahnsinnig viel und da muss man wirklich beim Ball bleiben, dass man immer den aktuellen Stand hat und wer jetzt gerade das beste Portal ist. Und wahrscheinlich ist es bei den Anbietern ähnlich, dass die da auch ständig an ihren Algorithmen arbeiten und da schnell mal auch, also wir hatten ja so eine kleine Übersicht gegeben, aber jetzt zum Beispiel die Karten von Klaas nicht. Also da ist wirklich eine große Fülle an Portalen. Und was wir Ihnen eigentlich mitgeben wollten, war, dass es wichtig ist, sich den Limitationen bewusst zu werden. Und eben mit QGIS haben Sie hoffentlich die Möglichkeit, sich die Ergebnisse mal anzugucken und mal selber zu berechnen und vielleicht auch dahinter zu kommen, welche Zeitpunkte da in die Ertragspotenzialkarte eingegangen sind und ob das für Sie die richtigen waren und weitere Punkte. Ja, vielleicht darf ich dazu noch mal was sagen. Also ich bin zu dem Seminar an sich gekommen, weil es hieß, es ist ein QGIS-Seminar. Für mich war zweitrangig dann die Verwertung der Satellitendaten, muss ich an der Stelle sagen, weil ich ansonsten auf Solovo oder AdFarm gesetzt hätte in dem Fall. Für mich war jetzt erstmal wichtig, mit QGIS umgehen zu können, weil meine Betriebsgröße ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kann mir ein sehr umfangreiches GIS-Programm anschaffen. Ich arbeite zwar mit der Acker-Schlagkartei Acrocom.net, die ist aber insgesamt, muss ich sagen, der GIS-Teil sehr speziell zu bedienen. QGIS ist da deutlich leichter, deutlich intuitiver, wie ich festgestellt habe. Und was für mich halt auch wichtig ist, es ist Open Source. Ich kann das jederzeit auch wieder abstoßen, konnte das mal probieren. Gerade jetzt für die Einstiegsphase finde ich das immer sehr schön, dass man, wenn man sich ausprobiert in neuen Dingen, dann erstmal was Kostengünstiges hat. Nur es fehlt dann halt gerade bei QGIS die Anleitung dazu. Ich meine, ich komme mit den englischen Begriffen soweit schon klar, weiß dann aber häufig nicht mit diversen Fachbegriffen, was damit gemeint ist. Und das war für mich erstmal so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ja, QGIS, das probiere ich mal aus. Ich hatte im Vorhinein des Seminars, hatte ich da schon mich ausprobiert gehabt. Und das muss ich sagen, wäre ich an Ihrem Seminar wahrscheinlich auch verzweifelt, weil das sehr viel Input in sehr kurzer Zeit auch war. Sie haben das sehr gut erklärt mit den physikalischen Eigenschaften von den einzelnen Bändern der Satelliten. Aber es ist halt für einen
Standardlandwirt sage ich sehr viel Input, was dann in kurzer Zeit auf ihn zukommt. Und da weiß ich nicht, bei der ganzen Gesetzesfülle, die wir jedes Jahr neu präsentiert bekommen, dass man sich mit solchen speziellen Sachen dann auch nochmal intensiver auseinandersetzen kann. Das weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich nicht jeder machen. Ja, also wir können ja auch nur ein Angebot geben, was unsere Idee war, dadurch, dass wir ja auch alle Daten auf Nextcloud gelegt hatten und gerade auch die Zwischenergebnisse. Ich weiß nicht, ob Sie reingeguckt haben, dass Sie quasi dann, also dass wir das einmal präsentieren, aber deswegen haben wir eigentlich auch bis auf jetzt das letzte Webseminar, die Applikationskarte, möglichst schnell dann auch an die Teilnehmenden diese YouTube, also die Aufnahme geteilt, dass sie dann nochmal je Klick, aber das ist, wenn Sie da noch Empfehlungen haben, also weil wir natürlich auch da schon so lange mitarbeiten, dass vielleicht manche Sachen, die für uns nicht zu schnell sind, dann doch für jemanden, der sich neu damit beschäftigt, zu schnell waren. Also deswegen, wir hatten auch erst gedacht, die Ertragspotenzial und Applikationskarte, das ist doch das Gleiche. Und Mensch, jetzt hat man zwei Webseminare darüber. Wenn jetzt aber alles neu ist, war das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man es zweimal gesehen hat. Aber genau, also da gerne Feedback geben, wie man vielleicht auch Sachen besser machen könnte. Ich sehe jetzt, dass es hier gerade noch auch eine Frage gibt. Ich würde sie mal noch mit aufnehmen. Gibt es inzwischen eine Formelsammlung Quellen, wo Erfahrungswerte mit Gewichtungen oder einzelner Datenquellen verfügbar sind? Oder ist jede Datenaufbereitung ein Einzelfall und man ist auf die Expertise eines Dienstleisters hingewiesen? Es geht vielleicht auch in so eine ähnliche Richtung, so Best Practice. Zur einfachen Bauernvariante würde ich sonst gleich noch was sagen wollen, oder möchte das jemand auf die Frage eben antworten? Wir können auch erstmal noch auf das Gespräch davor. Entschuldigung, ich habe das nur gerade gesehen und dachte, Mensch, die Frage war vor 10 Minuten. Also. Also was ich auch so ein bisschen vermisst habe, also ich habe mich jetzt gefreut, dass das so ist, weil ich da auch ja vorher schon ein bisschen mit rumgespielt habe und auch Karten damit gemacht habe, aber eben in einer sehr, in Anführungszeichen, einfachen, billigen Variante über den Sentinel-Hub einfach nur ein TIFF runtergeladen, WGS84, das ist dann ja minimal verschoben, ne? Spielte aber jetzt nicht so die Rolle und habe die dann einfach in QGIS geladen, einen neuen Shape Layer erzeugt, meine Feldgrenze da umzu und dann eben händisch reingemalt. So, das war so die wirklich billige, einfache Variante. Funktioniert, läuft, damit konnte man erstmal reinkommen, dass man gleich ein Ergebnis gesehen hat. Jetzt mit der, die schimpft sich Kuhn Easy Maps, die App, konnte man dann gleich die Karte auf dem Handy eben angucken, wie die so funktioniert. Das ist auch für Landwirte, die noch nicht die Technik haben, eine ganz einfache, coole Sache, weil die eben mit Handygenauigkeit, natürlich ist man dann irgendwo bei 5 Meter, 10 Meter oder sowas, aber das ist egal, einfach nur mal eben zum Gucken. Hat man die Applikationskarte auf seinem Handy und sieht live, wo man fährt. Also ich kann auf meinem Schlag jetzt sehen, in welcher Zone ich bin und er sagt mir dann auch Plus, Minus, das heißt, wenn ich einen alten Düngerstreuer habe, der vielleicht aber schon Plus-Minus-Tasten hat, könnte ich da jetzt Plus und Minus drücken. Alles ein bisschen Spielerei, aber so, dass man da so ein bisschen reinkommt, ein bisschen rankommt, ein bisschen anfangen kann, so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, weil so Ihre Variante, das ist ja schon jetzt sehr professionell, sag ich mal. Das ist ja alles, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen probiert und bin da auch noch nicht so richtig zum Ziel gekommen. Dann hatte ich auf einmal 800 Polygone in einem Schlag, das kann das Terminal gar nicht lesen, das gibt bei 500 auf. Diese ganz einfache Variante, diese 0815 Bauern, ich unterscheide so ein bisschen was Variante, die hätte mir noch so ein bisschen gefehlt. Ja. Da vielleicht noch ein Hinweis, die AdFarm-Applikation, die App, die hat auch diese Möglichkeit, dass man, wenn man über den Schlag fährt, ja, automatisch dann anzeigt auf dem Handy, in welcher Zone man sich befindet. Also für eine Applikationskarte, die man vorher erstellt hat, sieht man dann auch genau, auf welcher Karre man sich aktuell befindet. Und kann dann händisch manuell den Düngerstreuer oder die Spritze einstellen. Wo ich vielleicht auch nochmal einen Hinweis geben will, das ist ja die zum QGIS die
Handy-App Qfield. Da hätte man ja auch die Möglichkeit, sich entsprechende Zonen einzurichten. Ich habe das in der Vergangenheit, also voriges Jahr, habe ich das schon mal auf eine einfache Sache für die Kartierung von Mäuseflächen auf My Maps gemacht. Da funktioniert das auch. Das heißt, man hat schon Möglichkeiten, das auch relativ kostengünstig zu machen. Man muss halt nur die entsprechenden Werkzeuge finden. Und das ist im Augenblick das Problem. Aber wo ich da vielleicht noch einen Hinweis geben möchte, ist auch jetzt gerade was der Herr, habe ich den Namen vergessen, der Herr Scheibe sagte, wie geht man am besten vor, gerade wenn man jetzt in die teilflächenspezifische Düngung einsteigt, wie geht man am besten vor, welche Knöpfe drückt man als erstes? Und da wäre so eine Handlungsanleitung, wie geht man vor, aus meiner Sicht ganz sinnvoll, dass der Praktiker nachvollziehen kann, was macht jetzt an der Stelle Sinn, ohne sich jetzt im Detail mit der Bodenchemie und Physik auszukennen. Sicher muss er sich auskennen, aber um da nicht eine wissenschaftliche Arbeit draus zu machen. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ja, vielleicht kurz zu den 1000 kleinen Polygonen. Deswegen hatten wir diesen Schritt Dissolve. Das war eben ein Grass-Tool, was es nicht deutsch übersetzt gibt. Da können Sie dann das Attributfeld Zone auswählen und dann haben Sie nur noch die fünf Zeilen pro Zone. Also da können Sie auswählen, über welches Attribut, also welche Eigenschaft Sie das quasi miteinander verbinden möchten, die einzelnen Polygone. Ja, so einen einfachen Handlungsleitern. Ich sehe gerade auch nochmal in dem Kommentar, man wünscht sich ein Rezept. Also mit den ganzen Daten, die wir noch dazugegeben haben, wollten wir eigentlich sie nur darauf sensibilisieren, dass man zwar ganz schnell diese Karten erstellen kann oder eben sich von einem Dienst runterladen kann oder anzeigen lassen kann, aber dass es doch auch wichtig ist, eben diese limitierenden Faktoren, auch was Herr Scheibe sagte mit dem pH-Wert, also dass quasi das Wissen, was Sie vorher eingesetzt haben, auf jeden Fall nicht verloren gehen sollte und weiterhin angewandt werden kann. Aber gerade, ich glaube, Herr Münchhoff hatte das auch gesagt, für die Bodenbeprobung, dass man da schon mal die langjährigen Zonen heranziehen kann oder eben für eine Ursachenforschung, dass ich sehe, okay, da habe ich Zonen, die sich irgendwie ähneln laut den Satellitenbildern. Was ist da die Ursache dafür? Bei unserem Beispielschlag war ja sehr viel vom Relief, von der Hangneigung schon vorgegeben und dann wahrscheinlich auch Wasser als limitierender Faktor. Ich weiß gar nicht, ob man da so ein Grundrezept, ich weiß nicht, Daniel, ob du dazu noch was sagen kannst mit deiner langjährigen Forschung oder ob das eigentlich nur alles komplizierter wird, desto tiefer man in das Thema einsteigt. Es eröffnet auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Also so eine einfachen Karten kann man sicherlich auf der Basis, was ihr jetzt gemacht habt, sehr, sehr gut erstellen. Und ich denke aber, der wichtigste Schritt ist auch, dass man, wenn man diesen Schritt nicht gehen möchte, den, wie ich verstanden habe, Herr Münchhoff gemacht hat, dass man wirklich selber da so tief einsteigen möchte, dass man zumindest verstanden hat, was einem dort angeboten wird und dass man auch diese Ergebnisse zu werten beweist, dass die fehlerbehaftet sein können, dass da auch viel zu hinterfragen ist. Wir hatten vorhin schon das Beispiel, wo eben von Soloro die Daten vielleicht nicht gepasst haben. Auch sowas ist wichtig zu bewerten, dass da was einem von Anbietern dort quasi für viel Geld mitunter da angepriesen wird, auch bloß mit Wasser gekocht ist und dass man das auch gut selber machen kann. Das wäre so ein Statement von mir, dass man das immer kritisch hinterfragen sollte. Und Sie haben jetzt so die grundlegenden Werkzeuge, denke ich, mitbekommen, um das auch wirklich kritisch zu hinterfragen oder auch im gegebenenfalls mal selbst auszugsweise nachzuprüfen. Ja, da möchte ich vielleicht noch hinzufügen, also Sie können uns weiterhin auch kontaktieren, wenn Sie die Methoden selber mal ausprobieren. Und an sich war geplant, auch ein Forum einzurichten,
Wir sind jetzt aber gerade dabei, eine Webseite zu erstellen, Fernlernen vom GFZ. Wir haben ja auch noch weiterhin das Projekt Sapiens. Das richtet sich so aktuell mehr an die Verwaltung. Da haben wir aber auch eine Umfrage starten. Also da könnten Sie auch noch mal daran teilnehmen, wenn Sie sich bestimmte Themen wünschen, dass wir auch wissen, so in welche Richtung noch Schulungsangebote notwendig sind und auch vielleicht, wenn Sie Organisationen haben, die da Interesse haben. Also Sapiens, wie gesagt, ist auch wieder ein gefördertes Projekt. Also da haben wir Mittel zur Verfügung stehen. Wir könnten auch zum Thema Landwirtschaft da noch weitergehen. Und da wird auf jeden Fall dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres ein Forum entstehen, wo man sich vielleicht dann auch noch zu den spezifischen Fragen austauschen kann. Und vielleicht, ja, wenn da einige Fragen einkommen, kann man auch so ein Q&A, so ein Frage-Antwort zu gängigen Problemen oder Portalen dann erweitern. Ich habe aber auch gesehen, dass es von einigen Landwirtschaftsforen da auch Fragen gab. Also da hatte ich selber auch mal gesehen, dadurch, dass mir ja persönlich die praktische Anwendung fehlt von den einzelnen Applikationen. Also da konnte ich auch schon viel im Netz finden. Ich glaube, da ist ja manchmal vielleicht dann auch die Frage nach, was sucht man eigentlich? Gerade wenn das dann so Begriffe aus der Fernerkundung sind. Aber wie gesagt, da können Sie uns weiterhin kontaktieren. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch 5 Minuten. Aber vielleicht vorab erstmal noch, haben Sie noch weitere brennende Fragen? Oder ansonsten kann man ja vielleicht auch in den bilateralen Austausch treten, auch mit den Referenten. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Spengler. Wir haben ja jetzt die letzten 4 Seminarteile, die Satellitenerkundung kennengelernt. Wie sieht das aus mit Drohnenbildern? Sie haben ja wohl in dem Projekt, was Sie eben vorgestellt haben, auch das Thema Drohnen mit drin. Was bringen die für Vorteile gegenüber der Satellitenerkundung? Und geht es da eher in Zukunft in dem Bereich, dass man mit Drohnen arbeitet, oder wird das eher dann im dualen System stattfinden, dass man mit Satelliten eher grobteilig alles erfasst und dann mit Drohnen eventuell auch kleinteiligere Vorhaben erledigen kann? Ein sehr guter Punkt, den Sie da noch aufbringen. Also zum einen offerieren natürlich Drohnendaten oder UAV-Daten eine deutlich höhere räumliche Auflösung. Da habe ich einen Vorteil, dass ich mehr Muster oder die Muster genauer erkennen kann. Ein weiterer Vorteil, den ich bei Drohnen noch habe, ist, dass ich auch bei bewölkten Bedingungen Daten erfassen kann. Also wohingegen ich bei quasi Satellitendaten, bei optischen Satellitendaten immer darauf angewiesen bin, dass ich eine Wolkenfreiheit habe oder zumindest nicht zu viele Wolken, damit ich Bildinformationen bekomme, kann ich bei Drohnendaten auch unter den Wolken fliegen. Bei einer geschlossenen Wolkendeckung beispielsweise kriege ich da auch recht gute Informationen und flächenhafte Informationen. Quasi limitierender Faktor bei den Drohnen ist zum einen quasi die Anschaffungskosten, Betriebskosten so einer Drohne, vielleicht auch ein Drohnenführerschein, ist also mit mehr Kosten als mit den kostenfreien Satellitendaten verbunden. Und ich bekomme natürlich nicht die Flächen so groß abgedeckt und so häufig wiederholt mitunter. Es ist nur mit größerem Aufwand verbunden. Das ist so das Für und Wider von Drohnendaten. Ich denke, wie wir es vorhin schon gehört haben, dass viele Maschinen eigentlich gar nicht quasi viel so teilflächenspezifisch arbeiten können, ist der Frage der räumlichen Auflösung von Drohnendaten, muss man sich wirklich eigentlich stellen. Weil wenn es uns nicht möglich ist, auf dieser 10-Meter-Skala, die wir mit den Sentinel-Daten bedienen können, dort Precision Farming zu betreiben oder nur ansatzweise, was bringen wir denn da eine zentimetergenaue Auflösung? Das ist quasi diese Frage, die man sich stellen muss. Sieht natürlich deutlich besser aus. Wie bitte? Das ändert sich aber gerade im Augenblick. Also in dem ISO-XML-Standard werden Control Points eingeführt, wo im Prinzip es theoretisch möglich wäre, eine Anzahl von 100 oder mehr Teilbreiten dann auch zu bedienen. Das heißt, theoretisch wäre auch die Einzeldüse
in Zukunft schaltbar. Wenn das dann zukünftig möglich ist und auch quasi in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis dann steht, dann kann man natürlich auch den Nutzen aus diesen räumlich hoch aufgelösten Daten dann ziehen. Durchaus. Aber man muss ja in Vorbereitung darauf hin, muss man ja dann schon die Daten vorhalten, dass man dann auch die Technik dann entsprechend nutzen kann. Das ist auch richtig. Aber bei Drohnenlösungen, auch da geht ja die Entwicklung weiter, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es später möglich ist, dass ich meine Drohne auf dem Hof habe und die jeden Früh bei guten Wetterverhältnissen den ein oder anderen Schlag automatisch abfliegt, die Daten dort erfasst und mir quasi tagesaktuelle Bildinformationen liefert. Das ist sicherlich noch Zukunftsmusik, aber auch quasi von der Drohnentechnik, von der Automatisierung ist es, wäre das heute schon möglich. Ich sehe da eher, das Problem, dass das zu teuer ist. Also wenn ich meine Stunde ehrlich rechne, weiß ich nicht, bis ich die Drohne eingepackt habe, da los bin, das Ganze meinetwegen noch 2-3 Mal gemacht habe in einem Abreifezeitraum, da bin ich bei Kosten weit jenseits von dem, was ich damit irgendwie wieder reinholen kann mit dem Vorteil, denke ich so. Das meinte ich vorhin auch, ja. Von dem Kostenaufwand, Zeitaufwand ist es eben wirklich quasi auch mit zu bedenken. Da sind die kostenfreien Satellitendaten eben wirklich mit Abstand die günstigere Datenquelle. Das ist auch, was ich so festgestellt habe jetzt in den letzten Jahren, nach anfänglicher Euphorie und schöner bunter Karten, da muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also so Maisaussaat beispielsweise, da ist tatsächlich ein richtiger Hebel, was auch richtig was gebracht hat und gezeigt hat, dass das richtig Sinn macht. Und dann wird es aber auch schon dünner. Also dann müssen die Daten schon irgendwie da sein oder dass man da kein Geld mehr für ausgibt, ne? Weil viel anderes, ich weiß nicht, Herr Münchhoff kann da vielleicht das auch noch ein bisschen besser beurteilen. Das ist ja ein bisschen mehr Fläche als wir da in unserem Vorgarten, hätte ich fast gesagt. Das sehe ich ganz schwierig, da irgendwie eine Rechnung ranzukriegen, wenn da zu viel Aufwand reinfließt. Ja, das sehe ich ähnlich. Also Drohnen scheiden auch bei uns einfach aus, weil nicht die Zeit da ist. Denn ich sage mal, mit einer Drohne schaffe ich vielleicht in einem Durchgang, wenn ich in eine vernünftige Höhe fliege, 20, 30 Hektar, dann ist die Batterie alle. Dann habe ich im Idealfall noch eine Tauschbatterie. Aber ich brauche ja, ich sage mal, wie viel Hektar schafft man in einer Stunde? Vielleicht 50, 60, irgend sowas. Vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist natürlich richtiges Tagesprogramm. Da habe ich keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und da ist es auch ziemlich egal, ob ich jetzt kleine Flächen habe oder große Flächen. Das ist bei kleinen Flächen vielleicht sogar noch schlimmer, wenn die noch ein bisschen auseinander liegen. Aber Drohnen rechnen sich ganz, ganz schwierig. Das Drohne allgemein würde ich sagen nicht, aber zu diesem Zweck. Also eine ganz einfache Drohne mit Bildern halte ich für sehr gut und sinnvoll. Einfach, wenn man mal wirklich meinetwegen auf den Sonntag mit der Familie unterwegs ist oder was weiß ich, ein kleines Köfferchen dabei, mal eben mit der Drohne losgeflogen. Das ist schon interessant, mal zu gucken und sich die Bilder auch nachher mal so einfach nicht referenziert auf dem PC so mal daneben zu legen. Aber so als richtig, als Tool, eine professionelle, ja, bin ich auch bei Ihnen. Da hängt ja auch nicht nur die Datenaufnahme dran, sondern da muss man ja, wenn man die Daten wirklich verarbeiten möchte, ist ja die ganze Datenverarbeitung wäre ja noch der nächste Schritt, wo ich vielleicht auch noch zusätzliche Softwarekosten habe, um diese Daten dann auch ortho zu rektifizieren und mit meinen anderen Daten übereinander zu bekommen. Richtig, also ich wollte noch kurz sagen, also Drohne ist tatsächlich zurzeit noch so ein bisschen Hobby. Wir nutzen das, um Wildschweine im Raps zu finden, aber ansonsten haben wir da wenig sinnvolle Einsatzgebiete. Ja, genau, sowas meinte ich. Dafür ist das. Oder einfach mal eben, ja, einfach mal gucken. Ja gut, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ich finde unseren Austausch sehr schön. Ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht, dass von den 30 Angemeldeten jetzt nicht alle gekommen sind. Dadurch war das so ein bisschen persönlicher, wenn wir 30 Leute gewesen wären.
wären die Diskussionen vielleicht so ein bisschen unterbrochen geworden. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, vor allem an die externen Referenten, so nenne ich sie jetzt einfach, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch wirklich mal die praktischen Erfahrungen teilen konnten. Das hat ja davor so bei der theoretischen Betrachtung ein bisschen gefehlt. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an unserem Projekt Sapiens, wir werden da auch nochmal, wenn Sie im E-Mail-Verteiler sind, eine E-Mail im Dezember an Sie schicken, dass Sie quasi da weiter informiert bleiben können. Und falls Sie Interesse haben, da nochmal eine detaillierte Bedarfsumfrage auszufüllen, die wir gerade bei Sapiens laufen haben, dann kontaktieren Sie uns auch. Und wie gesagt, wenn Sie bei der praktischen Anwendung Probleme haben, kontaktieren Sie uns über Fernlernen, denn meistens können wir Ihnen vielleicht schnell helfen oder auch nochmal weiterführende Links Ihnen zukommen lassen. Und dadurch lernen wir natürlich auch, wie wir unser Schulungsangebot dann das nächste Mal noch besser umsetzen können. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ich kann noch eine Sache loswerden. Nein, sehr gerne. Also Sie können von mir aus auch gerne hier in der Runde meine Kontaktdaten teilen. Das heißt, wenn irgendwer noch Fragen hat, jetzt im Winter ist bei uns sowieso etwas ruhiger, da kann man sich auch mal über sowas austauschen. Also wer da Fragen hat, kann sich auch gerne melden. Ja, sehr gerne. Also ich habe ja die, ich weiß nicht, ob ich da mal kurz noch zurückgehen kann. Also entweder können Sie mich kontaktieren oder ich glaube, ich hatte auch schon im letzten Webseminar die Homepage geteilt. Da kann man ja auch direkt mit Ihnen Kontakt treten. Und genauso bei Herrn Scheibe hatte ich auch die Webseite geteilt. Aber wir können natürlich auch direkten Kontakt herstellen. Herzlichen Dank dafür. Ja, dann ganz vielen Dank. Und wie gesagt, bleiben Sie gesund und noch einen schönen Abend. Und vielleicht sieht und hört man sich irgendwie nochmal wieder. Tschüss. Jawohl, gleichfalls, danke. Ebenso und tschüss.